Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzter Herr Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher. Ich habe mir das Budget angeschaut aus Perspektive der Nachhaltigkeit. Das wird meine Kollegen und Kolleginnen wahrscheinlich nicht sehr überraschen. Und Nachhaltigkeit ist, anders als viele glauben, kein so dehnbarer Begriff, wenn man das aus einer ökologischen Perspektive betrachtet. Es geht darum, dass die bestehende Generation nicht mehr Ressourcen verbraucht und benötigt als jene, die nachwachsen, damit die nächste Generation in der gleichen Qualität und Quantität die gleichen Ressourcen zur Verfügung hat. Das ist die ganze Idee der Nachhaltigkeit. Und die gibt es übrigens, diese ganze Definition gibt es schon seit dem 17. Jahrhundert, ist also auch nicht ganz, ganz neu und haben ganz sicherlich nicht die Grünen erfunden. Das, was aber die Grünen versuchen, uns zu erzählen, ist, dass dieses Budget jetzt ein wahnsinnig nachhaltiges Budget ist. Entsprechende Definition, die es schon sehr lange gibt, wie gesagt, ist es kein sehr nachhaltiges Budget. Und da kann man, und das ist natürlich auch ein wesentlicher Punkt, sich das Ganze genauer anschauen und sagen, es haben in der aktuellen Situation ÖVP und die Grünen gewonnen. Und wie meine ich das? Auf Seiten der Grünen können sie das tun, was sie sehr gerne tun. Sie geben mehr Steuergeld aus. Sie geben in allen Kategorien, wo sie mitreden können, mehr Geld aus. Und da bin ich übrigens durchaus der Meinung, dass das mitunter sinnvoll eingesetzt wird. Aber nicht immer. Die ÖVP ist auch zu ihrem Erfolg gekommen, weil sie darf alles behalten, was sie bisher betoniert und blockiert hat. Sie darf weiter die Umweltverschmutzung finanzieren. Und genau da ist der große Gap. Wenn es um Nachhaltigkeit geht, geht es nicht nur darum, richtige Dinge zu tun, also in bestimmte Klimaschutzmaßnahmen zu investieren, in eine Energiewende zu investieren, in eine bessere Mobilität zu investieren, sondern es geht auch darum, falsche Dinge nicht mehr zu tun. Und dieses Budget ist der Beleg dafür, dass ein paar Dinge richtiger gemacht werden und alles, was falsch ist, weiter falsch bleibt. Wenn man sich das in Zahlen anschaut, dann ist das sehr leicht erkennbar, weil es ist nicht gut versteckt. Also es hat sich auch niemand die Mühe gemacht, das ehrlicherweise sehr zu verstecken. Was ist denn an diesem Budget anders als am letzten? Man gibt in der Umweltpolitik, also im näheren jetzt Klimaschutz, Naturschutz, 220 Millionen Euro mehr aus als im letzten Jahr. Diese Maßnahmen unterstützen wir NEOS mehrheitlich. Man gibt in der Mobilität, der namentlich natürlich ganz stark den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, 400 Millionen Euro mehr aus als im letzten Jahr. Im gleichen Atemzug ist es aber so, dass man 4,7 Milliarden Euro für die Subvention von umweltschädlichen Maßnahmen weiter ausgibt. Das heißt, 600 Millionen plus haben die Grünen bekommen, 4,7 Milliarden für Umweltverschmutzung hat die ÖVP bekommen. Und das ist alles andere als an die nächste Generation denkend. Das ist eine Augenauswischerei, das ist in Wirklichkeit billiger Zahlenpopulismus, das ist keine Trendwende, das ist keine Transformation, das ist keine Zukunft, das ist nur ein bisschen ein größeres Pflaster auf die Wunde, die die ÖVP schon seit Dekaden diesem Land schlägt. Was ich dazu sagen möchte ist, was wären denn die richtigen Antworten? Und im Übrigen sind das nicht nur wir NEOS, die das sagen, sondern ganz viele Ökonomen und Ökonominnen, ganz viele Wissenschaftler im Bereich der Klimaforschung zeigen vor, was es eigentlich in unserem Land bräuchte. Und allem voran gibt es eine Maßnahme, die in jedem Interview genannt wird, die in jeder Studie genannt wird, die im Übrigen auch im Regierungsprogramm steht. Es ist eine Ökologisierung der gesamten Steuerstruktur, eine Ökologisierung der kompletten Abgabenstruktur, der kompletten Gebühren. Da geht es nicht nur um die CO2-Steuer, sondern es geht um eine echte Ökologisierung. Die Ökologisierung, die wir im Budget für 2021 sehen, ist marginal. Die ist verschwindend gering. Ganz ehrlich, das hätte eine FPÖ, wenn sie quasi schon ein bisschen später am Amt verhandelt hätte, auch zusammengebracht. Das ist nicht wahnsinnig grün. Also, da bin ich maximal auch enttäuscht. Das, was an Chancen und das, was unser Land dringend gebraucht hätte, wäre Jobs, Jobs, Jobs. Und wenn wir über die Umwelt- und Klimapolitik sprechen, dann gibt es eine unglaubliche Chance, wenn wir tatsächlich einen Wandel vollziehen
in neue Arbeitsplätze. Und es ist nicht einfach nur eine Sonntagsrede, sondern da gibt es Studien von einer TU Wien abwärts und das sind knapp 180.000 lokale und regionale Jobs in Österreich. 180.000 Arbeitslose weniger, wenn man richtig investiert. Und diese 180 Arbeitslose bringen Sie derzeit mit diesen Aktivitäten nicht in Beschäftigung. Mit den 600 Millionen Euro mehr, die ich errechne, der Milliarde, die die grüne Regierungsfraktion errechnet, kommen Sie nicht gegen die 4,7 Milliarden Euro an Umweltverschmutzungen, die Sie in diesem Budget beschließen wollen. Aus unserer Sicht ist es da eindeutig kein Vorankommen. Wir werden dieses Budget aus Sicht der Nachhaltigkeit keinesfalls unterstützen können. Und es ist auch kein Budget, wo wir so viel Grün drinnen sehen, wie uns jeden Tag aufs Neue verkauft wird. Vielen Dank.